Genau, ich darf vorstellen, Frau Dr. Anna Schwan, unter anderem Initiatorin von Meet Frieda und eben auch noch CEO von Schwan Communications. Sie haben im Sommer 2020 ein Projekt ins Leben gerufen unter dem Namen Meet Frieda, was sich in erster Linie oder was Kunstwerke zeigt im öffentlichen und im digitalen Raum. Und im Rahmen des Kultursommers haben Sie mit Ihrem Projekt quasi mit vielen KünstlerInnen zusammen, insgesamt glaube ich 10, wenn ich das richtig lese, unter anderem auf Großflächenplakatwänden und anderen Medien, die Hamburger Innenstadt in ein Museum verwandelt. Und nun freue ich mich sehr über Ihre Projektvorstellung und Vortrag und dann auf die anschließende Diskussion. Und außerdem freue ich mich gerade sehr, dass ich einige bekannte Gesichter wiedersehe. Hallo Svenja. Sie haben das Wort, Frau Schwan. Ich glaube, Ihr Mikrofon ist noch nicht an. So, jetzt aber. Ah, sehr schön. Also ganz herzlichen Dank für die nette Einführung und für die Einladung, heute dabei zu sein. Ich habe mich sehr darüber gefreut und finde es sehr schön, dass ich jetzt Meet Frieda vorstellen kann. Ich habe eine Präsentation mitgebracht. Ich versuche, die freizugeben. Ich bin mir nicht sicher, ob es funktioniert, weil mein Computer mir hier gerade erzählt, dass das nicht unbedingt geht. Im Zweifel würde ich es einfach so machen, dass ich Ihnen einfach so, die Dinge erzähle und auf in dem Chat oder irgendwo anders die Datei dazu hochlade. Ich glaube, das ist die einfache Variante. Und zwar kann ich das hier hochladen. Ja, das kann ich. Das ist gut. Ich mache das hier einmal ganz kurz, in der Hoffnung, dass ich das schaffe. Und dann bin ich dabei und erzähle. Ich frage einmal ganz kurz, Sophie, meinst du, wenn du die, kannst du die Präsentation dann teilen? Kann die auch gerne teilen. Ich habe sie Oh, nur das wäre leider vielleicht super. Auch nicht, wenn ich sondern sie nur. jetzt hier im Chat einstelle, ja? Also Ja. tut mir leid, dass wir jetzt hier gerade mit diesen Ist überflüssigen manchmal technischen so. Problemen zu kämpfen haben. Die will natürlich kein Mensch haben, aber naja, gut. Die sind leider irgendwie trotzdem manchmal da. Das hilft nicht. Dann müssten Sie nur, Frau May, dann immer sagen, wenn Sie weiterklicken sollen. Genau, Ich glaube, dann genau. ist das vielleicht Würde auch ich so. machen. So. Gut, sie wird wenigstens immerhin schon mal hochgeladen. Das ist doch gut. Ich fange einfach schon mal an zu reden und dann, wenn wir die Präsentation haben, werde ich dann eben dann nochmal tiefer einsteigen. Sind vor allem eben auch ein paar ganz hübsche Bilder dabei, damit man sich das Ganze besser vorstellen kann. Also, es war Juni 2020, inzwischen vor fast 2 Jahren, und wir waren also mitten im ersten Lockdown mit der Agentur. Vielleicht auch das nochmal kurz als Hintergrund. Also meine Agentur habe ich zwar 2015 gegründet, und wir beschäftigen uns sehr viel mit Themen institutioneller Kunden, aber auch Kulturkunden waren immer von Anfang an ein wichtiges Thema für uns. Wir haben für Hamburg Marketing viel gemacht, für Hamburg Invest, für die Justizbehörde, für das Auswärtige Amt, für Visit Berlin, für verschiedene Städte in Süddeutschland. Und dazu machen wir klassische Unternehmenskommunikation, wo es eben um Marken und Unternehmensmarken geht. Aber Kultur war eben von Anfang an für uns ein wichtiger Punkt. Und so haben wir dann eben mit Frieda begonnen. So, genau. Und jetzt haben wir auch gleichzeitig meine Präsentation. Es läuft wie am Schnürchen. Kann ich auch damit starten. So, wollen wir vielleicht direkt ins nächste Chart gehen? Genau. So, wir waren mitten im ersten Lockdown und es wurde darüber berichtet, dass Schauspieler und Musiker von einem Tag auf den anderen überhaupt nichts mehr tun konnten, nicht mehr auftreten konnten, kein Geld mehr verdienen konnten. Bildende Künstler hatten genau das gleiche Problem, aber sie hatten noch zusätzlich das Problem, dass sie keine Öffentlichkeit hatten und keiner darüber berichtet hat. Dann haben wir gedacht, da müssen wir was tun und müssen den bildenden Künstlern helfen, die unterstützen. Und haben dann einen Open Call gemacht. Die erste Idee war, dass wir eine ganz basic Webseite machen und über Social Media einen Hashtag machen, nämlich Meet Frieda. Warum Meet Frieda, erzähle ich auch gleich noch. Unter dem diese Werke gefunden werden können und dann eben direkt gekauft werden können für den Künstler, um den Künstler zu unterstützen.
Und wir wollten außerdem die Werke zeigen auf damals eben auch nicht gebuchten Großflächenplakaten in Innenstädten, den ganzen Ströhr- und Waldeco-Plakaten, um eben eine Sichtbarkeit zu schaffen für die Kunst, die jetzt einfach nicht mehr gegeben war, und die Stadt quasi zur Galerie werden zu lassen. Das war die Ausgangslage. Und dann hatten wir innerhalb von einem Monat 150 Künstler, die sich beworben hatten auf unseren Open Call. Und wir hatten genauso schnell auch Plakatflächen in Berlin, München und Frankfurt, die wir bespielen konnten, sodass wir Ende August 2020 eben wirklich rausgehen konnten und das erste Mal was zeigen konnten. Und wir waren selber total überwältigt davon, was wir für positives Feedback bekommen haben, nicht nur von den Künstlern selber, sondern auch von den Medien und von Kunstinteressierten. Und dann habe ich gesagt, okay, da scheint ein größerer Bedarf zu sein. Ich kann das nicht einfach mit der Agentur weiter abbilden, sondern ich mache daraus ein eigenes Projekt, unabhängig von der Agentur. Und so entstand dann eben Mietfrieda, und heute ist es eine Stiftung geworden, also heute dann eben die Kunststiftung Mietfrieda. Es gibt also Mietfrieda weiterhin. Von dieser Covid-Idee sind wir weitergegangen und haben inzwischen diverse Projekte umgesetzt und sind eine eigene Entität geworden. Und dadurch, dass wir jetzt eine Stiftung sind, haben wir eben auch eine Nachhaltigkeit, mit der wir das angehen und weiterhin auch gestalten werden. Das ist vielleicht das nächste Chart. Ja, nochmal das nächste. Das habe ich schon alles jetzt erzählt. Genau. Und das zweite Projekt, was wir dann gemacht haben, 2020, war im November. Da war dann nämlich der nächste Lockdown. Und wir haben hier in der Hamburger Innenstadt sämtliche Passagen, also nicht sämtliche, aber im Passagenviertel, alle Passagen, Galeria, Kaisergalerie, Hanseviertel, mit riesengroßen Drucken von Werken unserer Künstler bespielt. Das sieht man hier auf dem Foto ganz gut. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen jetzt in Hamburg sitzen, ob alle in Hamburg sitzen, ob die Bekannten sind, die Hamburger Innenstadt. Aber das ist eben was, wo wir eben wirklich versucht haben, was kann man machen, um eine Innenstadt durch Kunst anders zu bespielen, anders zu beleben. Und es hat wunderbar geklappt, und auch da war es eben so, dass die Leute das genutzt haben, dass sie im Lockdown dahin gegangen sind und quasi die Einkaufspassagen neu entdeckt haben als Art von Kunstmuseen. Und wir hatten dazu parallel, kurz bevor der zweite Lockdown kam, eine Pop-up-Art-Fair. Und dort konnte man dann eben die Werke, die wir ausgestellt haben, als überdimensionale Kunstdrucke auch tatsächlich kaufen direkt. Und das hat eben auch sehr, sehr gut funktioniert. Genau, hier sieht man unten links, da ist ein Bild von der Art Fair. Und was wir außerdem noch hatten, waren Open Studios von Künstlern. Damals sowohl bei der City Art Week als auch anschließend machen wir sowas immer mal wieder. Man sieht dort Darko Nikolic arbeiten. Der hatte damals im Hanseviertel ein offenes Studio für 2 Monate, wo wir einen Leerstand genutzt haben und eben entsprechend bespielt haben. Und er hat eben ganz normal dort gearbeitet, und die Leute konnten reinkommen, konnten ihm zuschauen, konnten sehen, wie entsteht eigentlich ein Kunstwerk, wie ist der künstlerische Prozess, wie funktioniert der. Und das war sehr schön und ist sehr, sehr gut aufgenommen worden. Wir sind inzwischen weitergegangen. Wir haben einen 700 Quadratmeter Space im Stilwerk an der Großen Elbstraße, den wir seit Oktober letzten Jahres bespielen. Also ich habe eben gerade schon gesagt, es hat sich dann alles nochmal deutlich weiterentwickelt von 2020 an. 2021 habe ich dann gesagt, okay, was wollen wir denn eigentlich wirklich machen und was wollen wir erreichen? Wie wollen wir Künstler unterstützen? Und da sind wir dann eigentlich dahin gekommen, wo wir heute sind, dass wir sagen, wir bespielen Orte mit Kunst, neue Orte mit Kunst. Und das sind einerseits, ist das der digitale Raum. Wir haben eine Webseite mit allen 70 Künstlern, die wir momentan repräsentieren. Es kommen immer ein paar dazu und gehen wieder ein paar weg. Also wir werden immer zwischen 70, nee, nochmal wieder zurück, bitte. Wir werden immer zwischen 70 und 80 Künstler haben, die wir repräsentieren. Die meisten davon sind in Deutschland, aber es sind auch immer mehr Internationale dabei. Und über unsere Webseite kann man all deren Werke, die wir bei uns haben, auch direkt kaufen.
Und zwar zu dem ganz normalen Preis. Und wir nehmen sehr geringe Kommissionen dafür, viel geringer als eine klassische Galerie, weil es uns ja hauptsächlich darum geht, die Künstler zu fördern. Wir nehmen ein bisschen Kommission, weil wir irgendwie ja auch von was leben müssen. Aber das ist relativ wenig. Also wir besetzen einerseits den digitalen Raum. Zweitens besetzen wir den öffentlichen Raum. Da habe ich eben gerade schon vorgestellt, die Plakate und die City Art Week kommen gleich nochmal weiter dazu. Und das Dritte sind Leerstände, die wir mit Kunst bespielen. Und das ist eben sowas wie ein Open Studio. Das ist das, was wir jetzt im Stilwerk haben. Und das ist das, was wir auch gerne in weiteren Städten aufspannen wollen und machen wollen. Jetzt sind wir gerade dabei, für das Gallery Weekend in Berlin das Gleiche zu machen und dort dann eben für 4 Tage einen Leerstand zu bespielen mit 12 Künstlern, die wir in Berlin haben, die dort eine Werkschau präsentieren und auch vor Ort arbeiten werden. Und hier im Stilwerk sind wir also seit Oktober letzten Jahres, hatten dort eine große Residency mit 10 Hamburger Künstlern, die dort einen Monat lang gearbeitet haben. Und anschließend hatten wir eine Gruppenausstellung mit denen. Dann hatten wir die zweite Ausstellung, das ist die, die man jetzt hier gerade sieht. Die lief bis letzte Woche. Es waren 3 Künstlerinnen, die sich auf ganz unterschiedliche Weise mit Abstraktion beschäftigen. 2 davon ganz klassisch über Leinwand und die dritte ist eine digitale Künstlerin, von der wir auch NFTs gezeigt haben. Und NFTs ist eben auch ein Thema, was wir im digitalen Bereich spielen. Genau, jetzt nochmal das nächste Chart. Und der öffentliche Raum ist auch interessant in diesem digitalen Rahmen. Denn wir nutzen Augmented Reality, um Kunst im öffentlichen Raum zu zeigen. Wir haben also einerseits die Plakatierung, die wir nutzen, und andererseits Augmented Reality, sodass man, das ist jetzt eben das Bild, was man hier sieht, man hat einen Gateway mit einem QR-Code, den scannt man ganz einfach mit seinem Handy und dann sieht man über sein Handy oder Tablet eine Kunstgalerie, nämlich diese rosanen Flächen. Und kann da durchgehen und kann auch wirklich nah rangehen. Also es ist quasi genau wie in einer echten Galerie oder in einem musealen Umfeld, nur dass es eben mitten im öffentlichen Raum ist. Und das haben wir letztes Jahr zum Kultursommer auch in Hamburg stattfinden lassen, an 3 verschiedenen Orten. Ist super angenommen worden. Wir hatten über 5.000 Scans da drauf, was also wirklich viel ist. Und haben das dann eben auch weiterlaufen lassen, das Ganze. Kannst du nochmal weitermachen? Genau, das ist auch die Augmented Reality Gallery, die wir dann in Basel auch hatten. Wir waren zur Art Basel in Basel und hatten einerseits eben die Augmented Reality Gallery mit und andererseits waren wir aber bei einer Satellitenmesse der Art Basel, der Volta, vertreten und haben dort 2 Künstlerinnen gezeigt, die sowohl klassische Arbeiten zeigen als auch NFTs oder machen und also an dieser Grenze zwischen klassischer Kunst und digitaler Kunst arbeiten. Und die haben wir also mitgebracht und auch viel Anklang dafür gefunden. Das ganze Thema Kunstmessen ist eben für uns auch interessant und relevant, weil wir natürlich einerseits wollen wir Kunst neu darstellen, neu sichtbar machen, für neue Zielgruppen interessant machen. Innenstädte durch Kunst neu entdeckbar machen und bespielen. Andererseits wollen wir natürlich aber auch ernst genommen werden im Kunstmarkt und da gibt es so verschiedene Punkte, wo man Haken dran machen muss, damit man das wird. Und deswegen sind eben zum Beispiel Kunstmessen für uns auch wichtig oder auch ein Gallery Weekend ist wichtig für uns oder die richtigen Sammler mit dabei zu haben. Und das sind alles Prozesse, die wir jetzt angegangen sind und verstärkt noch weiter angehen. Kannst du noch mal weitermachen? Genau, das hier ist unser aktuelles Projekt zum Thema Augmented Reality. Das ist in Hamburg wieder am Alten Wall. Und das, was man da oben im Himmel sieht, kann man eben auch nur sehen digital, also über das Handy oder über das Tablet. Das ist eine riesengroße Installation von Yu Schnee, einer Berliner Künstlerin, die eben sehr viel im Digitalen auch arbeitet. Man kann da drunter durchgehen, man kann sich damit filmen, kann sich damit fotografieren. Es ist schon ganz viel angenommen worden, ist auch gut in der Hamburger Presse aufgenommen worden, schönerweise. Und das ist ein Projekt, was ein typisches Beispiel für ein Kooperationsprojekt von uns ist, denn das ist finanziert oder kommissioniert worden von Art Invest, denen ja der Alte Wall gehört.
die uns komplette künstlerische Freiheit gelassen haben, um das so umzusetzen, aber eben in Kooperation mit uns das gemacht haben und auch gefundet haben. Ja, und wir sind da ziemlich stolz drauf, ehrlich gesagt, weil es so gut funktioniert und weil es so gut angenommen wird. Und es eben technisch ziemlich herausragend ist und es gibt sowas bisher kaum in Deutschland. Und dass es so mitten in der Innenstadt in einer der größten Städte in Deutschland ist, ist wirklich eine absolute Seltenheit bisher noch. Und wir sind eben die Ersten, die das gezeigt und umgesetzt haben. Kannst du nochmal weitermachen? Genau. Das hier ist nochmal die klassische Variante der Plakate. Das erste, was wir gemacht haben und auch was wir immer weiter machen. Letztes Jahr haben wir es zweimal gemacht. Einmal zum Kultursommer in Hamburg und einmal im Frühjahr in Berlin, Frankfurt und Leipzig. Und wir haben das inzwischen ein bisschen ausgearbeitet, das Konzept. Und wir machen sogenannte Artwalks. Das heißt, man kann einen Spaziergang machen von Plakatwand zu Plakatwand, um eben wirklich so diesen Charakter des Freiluftmuseums zu haben. Und dass dieser Artwalk läuft über unsere Webseite. Und da sieht man, dort und dort und dort sind die nächsten Plakate. Und das wird auch sehr, sehr gut angenommen. Da haben wir tatsächlich beim Kultursommer auch nochmal getrackt und hatten 40.000 Abrufe der QR-Codes. Und wir arbeiten da mit Ströer zusammen, die uns die Flächen zum Selbstkostenpreis geben dafür, weil es eben ein Pro-Bono-Projekt ist. Sind total glücklich, dass das eben überhaupt funktioniert. Mal gucken, wie wir das jetzt dieses Jahr weitermachen und wann. Entweder machen wir es in Berlin nochmal zur Art Week oder vielleicht machen wir es auch in Kassel, da ist ja die Documenta. Mal gucken, wir haben da so verschiedene Ideen, werden auf jeden Fall aber nochmal das in diesem Jahr weiter ausspielen. Machst du nochmal weiter? Genau, und so sieht das dann eben aus. Oder jedenfalls im letzten Jahr sah es so aus, diesmal werden wir nochmal das Design ein bisschen verändern und noch größer das Bild selbst ziehen. Aber was wichtig ist, ist eben dieser QR-Code, den man scannt und über den man dann eben auch direkt sieht, aha, da sind die weiteren Kunstwerke. Genau. Ah, und was ich auch noch erzählen kann, man sieht jetzt da oben Meet Josephine Sangya. Und das ist so ein bisschen die Auflösung, warum wir eigentlich Meet Frieda heißen. Denn wir haben gesagt, wir wollen zwei Dinge in den Fokus stellen. Einerseits den Künstler selbst, den wir unterstützen wollen, und andererseits den Treffen-Gedanken. Also, dass wir die Verbindung zwischen Künstler und Kunstpassant, Kunstliebhaber, Kunstinteressierten viel direkter herstellen, als das bisher der Fall war. Und deswegen war mir auch wichtig, dass wir nicht einfach nur eine Galerie sind, die dann eben quasi als Agent des Künstlers sich selbst immer positioniert und wichtig macht, sondern dass wir sagen, okay, wir wollen eine direkte Verbindung schaffen zwischen Künstler und Interessenten. Und bei uns auf der Webseite ist es zum Beispiel auch so, wenn jemand ein Werk kauft, dann machen wir die direkte Verbindung auf zwischen Käufer und Künstler. Auch der ganze Versand erfolgt dann über den Künstler, aber vor allem reden die miteinander und sagen, dann kann der Interessierte fragen, warum hast du denn das Bild so gemacht und was ist dir wichtig und warum ist dir das wichtig? Und dann im besten Fall treffen sie sich dann eben auch tatsächlich für die Bildübergabe. Und so entsteht dann eine neue Verbindung zwischen Kunstwelt und Nicht-Kunstwelt. Und das ist uns eben total wichtig. Deswegen also dieses Thema Meet und der Name des Künstlers, dann, was ja auch Sinn macht. Und dann müssen wir ja für den Brandnamen auch das Gleiche übertragen und wollten dann also einen Künstlervornamen haben. Und dann denkt man eben an Andy oder Pablo oder Vincent und Ähnliches. Dann habe ich gesagt, also, nee, ich bin eine Frau, ich möchte gerne, dass da ein weiblicher Vorname ist. Und dann, da sieht man auch ein großes Problem der Kunstwelt dann tatsächlich, wird es echt sehr schnell sehr, sehr dünn. Und wenn man versucht, Leute zu erreichen, die eben nicht nur den ganzen Tag sich mit Kunst beschäftigen, ist es wirklich schwierig, irgendwelche Namen zu finden, außer Frida Kahlo. Und deswegen heißt mir Frida Kahlo. Genau, deswegen heißt mir Meet Frida. Ja, genau. Und jetzt nochmal weiter. genau, das zu den Kunstmessen habe ich eben gerade schon erzählt, dass eben wichtig ist, auch für den Kunstmarkt und aber auch um da eine Form von Abverkauf und von Sichtbarkeit für die Künstler zu schaffen, ist natürlich auch gut für die Künstler, dort wahrgenommen und sichtbar zu sein. Machst du nochmal weiter? Genau. Und die NFTs haben wir seit September, wo wir die ersten NFTs gemintet haben. Die sind bei uns eingestellt auf der Webseite, sind gehostet über OpenSea. Das ist die weltgrößte NFT-Plattform, die es gibt.
Und wir sind gerade dabei, mit der Königgalerie und der MISA-Plattform einen zweiten Ansatz zu finden, um unsere NFTs dort eben auch komplett einzustellen und zu verkaufen. Weil das Problem von NFTs ist, dass sie in aller Munde sind, aber keiner richtig versteht, was man damit soll und was jetzt daran so toll ist. Und weil die Zielgruppe wirklich auch anders ist, muss man die ganz, ganz anders vermarkten. Das habe ich selbst auch unterschätzt. Und insofern ist das für uns auch immer noch so ein ongoing Prozess, aber sehr spannend. Und mal gucken, in welche Richtung wir da weitergehen werden dieses Jahr. Nochmal weiter. Genau. Und wir haben natürlich verschiedene Freunde, mit denen wir zusammenarbeiten, Kooperationspartner, mit denen wir zusammenarbeiten. Einerseits ist das eben auf der Kunstseite, sind da Stiftungen wie zum Beispiel die Spiegelberger Stiftung oder die Volta Art Fairs, mit denen wir eben auch insgesamt viel machen und eng verbunden sind. Johann König gehört auch dazu. Und andererseits brauchen wir aber eben auch Unternehmenspartner und Unternehmenskooperationen, einerseits als Sponsoring oder eben auch als Mäzene oder Sponsoren, andererseits aber auch für solche Kooperationsprojekte, die wir eben sehr, sehr gerne eigentlich machen, wie das, was ich eben gezeigt habe mit der Augmented Reality Installation und Art Invest. Und auch staatliche Förderprogramme, das sind unser dritter Standbein, über den wir uns finanzieren. Das war eben auch der Grund, weshalb wir beim Kultursommer im letzten Jahr mit dabei waren. Und da sind wir jetzt eben auch dabei. Das habe ich nur mit der Stimme heute. Sind wir jetzt auch gerade dabei, da noch mehr staatliche Fundings zu bekommen. Ja, und wir sind natürlich echt gut aufgenommen worden in der Presse. Da sieht man natürlich auch so ein bisschen, wo wir herkommen wahrscheinlich, irgendwie als Agentur. Wir hatten über 80 Beiträge inzwischen deutschlandweit, sowohl Fernsehen als auch online, als auch Print, Radio, überall waren wir drin. Und hatten deswegen auch wirklich eine große Reichweite. Also ich werde öfter angesprochen darauf, dass ich Mietfrieda mache, als darauf, dass ich meine Agentur mache. Mietfrieda gibt es jetzt bald noch nicht mal 2 Jahren. Meine Agentur gibt es seit 7 Jahren. Also da sieht man, irgendwie läuft das ganz gut mit Mietfrieda. Ja. Genau. Und das nochmal erklärt, warum wir so heißen, wie wir heißen. Ja. Ganz herzlichen Dank. Ja, ich danke Ihnen. Hochspannend. Also das hat ja in der kurzen Zeit eine Dimension angenommen, dass man irgendwie vermuten muss, dass Sie eigentlich schon seit Jahren an dieser Idee gearbeitet haben. Und dann kam per Zufall Covid um die Ecke und es bot sich an, es dann zu veröffentlichen. Also ich bin echt beeindruckt. Danke. Es gibt jetzt so ganz viele Fragen, die auch schon per Direktnachricht eingetroffen sind, und versuche ich das mal ein bisschen zu sortieren. Eine ganz pragmatische Frage: Wie wählen Sie die Künstler und Künstlerinnen aus? Haben Sie eine Jury oder machen Sie das im Kämmerlein oder haben Sie Berater? Also, wir haben einen laufenden Open Call über unsere Webseite. Es gibt 3 formelle Kriterien. Das eine ist ein Kunststudium, das andere ist ein Empfehlungsschreiben und das dritte ist, dass es schon Ausstellungen gegeben haben muss. Es muss keine Einzelausstellung gewesen sein, aber es muss mindestens schon mal 3 Ausstellungen gegeben haben irgendwo, sodass wir sicher sein können, dass es wirklich ein Künstler, der es auch ernst meint. Und über alle Einsendungen, die wir ansonsten kriegen, haben wir einmal im Monat eine Jury-Sitzung, bei der René Spiegelberger von der Spiegelberger Stiftung dabei ist, eine Messedirektorin von der Affordable Art Fair in Brüssel und wir von Mietfrieda. Und wir gemeinsam suchen dann die Künstler aus. Und als Sie also entschieden haben, das einfach mal auszuprobieren, hatten Sie da schon eine Idee, wie sich das finanziert? Oder haben Sie gleich geguckt, welche Fördertöpfe könnten sich eignen und wir probieren es einfach mal aus? Weil ich meine, auch so eine Stiftung ins Leben zu rufen, das macht man ja auch nicht mit dem Taschengeld. Also das heißt, da muss ja irgendwo eine Infrastruktur sein, die da an der Stelle relativ früh auch schon gegriffen hat. Ja. Also wir haben tatsächlich am Anfang gesagt, wir probieren es mal aus und suchen Sponsoren, um diese Plakate zu finanzieren. Und alles, was wir jetzt von Agenturseite damals dann eben reingesteckt haben an Manpower, ist quasi für uns pro bono mit reingegeben worden. Mhm. So haben wir eigentlich eben über die Sponsorings die ersten Töpfe gehabt, aus denen wir arbeiten konnten. Bei City Art Week haben wir eben auch dann Geld von der Hamburger Innenstadt bekommen.
Und seitdem sind wir eigentlich auch ständig dabei zu akquirieren, damit wir eben Gelder kriegen, weil die tatsächlich total wichtig sind für uns. Und wir sind auch keine Stiftung, die ein Eigenkapital hat. Also es gibt verschiedene Arten der Stiftungsgründung und es gibt Stiftungen, die mit hohem Eigenkapital gegründet werden und es gibt Stiftungen, die eben mit der Mindesteinlage gegründet werden. Und das sind wir. Das heißt, wir brauchen tatsächlich echt diese Fördergelder und die Sponsoringgelder. Das ist echt wichtig für uns, ja. Und wenn jetzt eine andere Stadt in Deutschland sagt, ich möchte auch eine Art Week machen und ich, so, und jetzt rufen wir mal bei Meet Frieda an, weil die das schon so gut gemacht haben. Ich meine, das hat natürlich dann auch mit der Stadtgröße zu tun und der Infrastruktur und was man da wahrscheinlich vorfindet. Aber ab wann könnte eine Stadt oder eine Kommune bei Ihnen anklingeln? Also ab wie viel Geld, also wie viel Budget muss man da zusammenbringen oder wie viel Töpfe und Infrastrukturen muss man bereit haben. Also das ist wirklich total abhängig davon, wie groß es sein soll. Ne? Also man kann sowas natürlich klein denken und groß denken. Man kann sowas machen mit Augmented Reality, aufbauend auf dem, was schon da ist oder was völlig Neues haben wollen. Also ab 15.000 kann man eigentlich was machen. Also es muss jetzt nicht gleich der 50.000er Top sein. Okay. Ist natürlich schön, kann man mehr machen. Aber was Kleines, Feines kriegt man auch schon für weniger hin, ja. Und die Verhältnisse der Refinanzierung, also sind die Fördergelder der Haupttopf oder sind es tatsächlich eher die privaten Sponsoren und die Sammler? Oder wie viel Prozent machen so ungefähr die Beteiligung aus, wenn Verkäufe stattfinden? Können Sie so Also ich würde mal sagen, Kooperationen, also private Gelder und Fördergelder sind gleich viel und Kunstverkauf macht vielleicht ein Viertel aus. Okay, aber immerhin. Und wie ist das Verhältnis zwischen tatsächlich haptischer Kunst im öffentlichen Raum und dem digitalen Raum? Verkauft man tatsächlich NFTs? Also ist das jetzt der Markt? Also Sie haben ja selber gesagt, das ist noch so ein bisschen Testballon und Sie müssen selber noch mal ein bisschen reinfinden, sich reinfinden. Ich hoffe übrigens, dass alle Zuhörenden mit NFT was anfangen können. Wenn nicht, möge jemand dann laut rufen, dann können wir vielleicht noch mal ein, zwei Sätze darüber verlieren. Wenn alle das wissen, dann brauchen wir den Ausflug nicht zu machen. Aber da hat jemand den Daumen gehoben. Ich glaube, vielleicht, Frau Dr. Schwan, sagen Sie noch mal ein, zwei Sätze dazu, was das mit dem NFT auf sich hat. Ja. Also im Grunde genommen ist ein NFT ein digitales Echtheitszertifikat. Mhm. Und damit es auch wirklich ein Echtheitszertifikat sein kann und nicht gehackt werden kann und nicht geklaut werden kann in irgendeiner Form, liegt das ab auf der Blockchain. Nein, wollte sagen, dass ich es weiß. Okay, na gut. Ach so. Gut, dann beenden wir den Exkurs sofort, weil es sonst wirklich sehr episch wird wahrscheinlich und sehr komplex. Ja. Gut, haben sich denn, also ich habe jetzt gehört, Basel jetzt auch mit der Kunstmesse, Hamburg, Berlin, stehen da schon weitere Städte in der Pipeline, also so in der Warteschlange, die schon bei Ihnen gekratzt haben, gesagt haben, kommen Sie doch bitte auch zu uns? Nee, leider nicht, leider nicht. Das würde ich aber sehr, 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 sehr gerne natürlich haben. Ja. Denn unser Projekt ist in jeder Stadt umsetzbar. Wir haben Künstler in jeder größeren Stadt und auch auf dem Land tatsächlich in Deutschland inzwischen, weil 70 Künstler ist eben wirklich viel. Und wir haben ein Netzwerk, was so eng gesponnen ist inzwischen, dass wir wirklich in jede Stadt gehen können und was Tolles gemeinsam auf die Beine stellen können. Also wir haben letztes Jahr im Sommer da schon mal eine kleine Akquise-Runde gemacht, sind dann aber wieder in verschiedene andere Projekte reingekommen, sodass das wieder ein bisschen hinten übergefallen ist. Umso froher bin ich ja, dass ich jetzt heute mal hier bin und das ein bisschen promoten kann, das Ganze. Ja. Auf jeden Fall fände ich das ganz toll, wenn wir für mehr Städte mit Kunst Innenstädte beleben können. Gut zu wissen. Also kann man da sogar noch was tun, indem man diese Idee mitnimmt, wenn man mit anderen Städten in Kontakt kommt. Unbedingt, ja. Großartig, sehr schön. Also ich habe so ein bisschen rausgehört, dass tatsächlich das Klassische, also die Großbild- oder Plakatwände und die Augmented Reality, also alles, was im Digitalen, ist ja auch nicht so hundertprozentig digital, weil sich ja das Digitale dann in den öffentlichen Raum pflanzt.
pflanzt. Wie ist so, also weil ich das mit den Zahlen und den Reaktionen der Passanten noch nicht so ganz verstanden habe, also das oder nicht ganz gemerkt habe, besser gesagt, ist das so gleich auf? Also sprich, wenn jetzt da so ein Würfel steht im öffentlichen Raum und die Passanten aufgefordert oder gebeten werden, guck dir das doch mal an, gibt es darauf genauso viele Reaktionen, wie wenn da eine Plakatwand ist mit einem Kunstwerk und man dann den QR-Code einscannt. Können Sie das so einschätzen? Also ich, weil zurück zur Frage, warum? Ich finde es halt total spannend, ob diese ganze Digitalisierung und Digitalität auch im öffentlichen Raum an so viel Kraft gewinnt, dass sie vielleicht langfristig auch andere Medien ersetzt. Ich glaube nicht, dass sie anderen Medien ersetzt. Jedenfalls nicht so schnell. Es dauert bestimmt noch 15 Jahre oder sowas. Weil die Leute sehr langsam adaptieren. Wir haben gemerkt, sowohl bei den Plakaten als auch bei der AR, dass man stützen muss, indem man Medienarbeit macht, indem man Blogs hat oder Podcasts oder indem man einfach Öffentlichkeit schafft für dieses Projekt und sodass die Leute wissen, aha, da passiert was, da ist was und das ist interessant, das sollte ich mal mitnehmen. Wenn das so ist, dann funktioniert es gut und dann wird es viel gescannt. Also bei der allerersten Innenstadtplakatierung hatten wir wirklich wenige Scans und bei der letzten hatten wir eben die 40.000. Und der Unterschied, also wenige Scans war irgendwie 200, ne? Und zwischen 200 und 40.000 ist natürlich eine wahnsinnige Differenz. Und der Unterschied, den wir hatten, war, beim ersten gab es keine Berichterstattung in irgendeiner Form und bei der letzten haben wir über alle Kanäle richtig, richtig viel Berichterstattung gemacht. Also sowohl PR als auch Social Media. Social Media ist sowieso inzwischen ein extrem wichtiger Kanal für uns geworden, sowohl unser eigener als auch die Partnerkanäle und darüber kriegen wir wirklich viel, viel Reichweite. Und einige unserer Künstler, das ist eben auch total spannend, sind selber auch Influencer, haben irgendwie 70.000, 80.000 Follower. Und wenn die was in ihre Community reingeben, dann merken wir das auch an den Zahlen sofort irgendwie. Und wenn man das macht, dann kriegt man eben die Sichtbarkeit und dann kriegt man auch die Nutzung da rein. Und gerade bei digitalen Sachen ist natürlich Social Media total wichtig. Wir haben jetzt hier für den Alten Wall viel gemacht, auch mit den ganzen Stadtblogs, die es gibt, also mit Vergnügen, Aido, Geheimtipp und so. Und die Künstlerin, die Yu Schnee, ist eben auch eine der Influencerinnen und darüber merkt man eben auch, dass das wirklich viel Fahrt aufgenommen hat. Und dann war es auch nochmal in den Medien und auch das funktioniert dann eben echt gut. Nun beschäftigt uns ja natürlich hier in der Stadtkantine mal ganz viel, was bedeutet das langfristig auch für Innenstädte? Also wir suchen ja nach Konzepten, die gegebenenfalls auch die Zukunft der Innenstädte gestalten können. Also Mietfrieda ist ja eigentlich temporär angedacht, wie ich das verstanden habe. Ja, weil natürlich auch also ich habe ja zwischendurch gesagt, dass wir Räume besetzen durch Kunst und einer der Räume sind eben auch die Leerstände. Ja. Und auch dadurch hat man natürlich immer eine temporäre Nutzung in den Leerständen. Aber trotzdem finde ich, dass in der Art der Nutzung der Leerstände, erstens, dass man überhaupt, wenn man sagt, man bringt Kunst in einen Leerstand, dann ist es meistens einfach irgendeine Galerie, die irgendwas da zeigt, ne? Und es ist eigentlich auch sehr, sehr leer. Also muss man ein bisschen mehr machen, als einfach nur da Bilder reinzuhängen. Und das ist zum Beispiel das, was wir eben auch ganz stark machen. Wir haben Artist Dinners, wir haben Art Talks, wir haben Kunstabende, wo man selber malen kann oder Collagen erstellen kann. Wir wollen jetzt anfangen mit Yoga bei uns in unserem Art Space, also quasi Kunst und Mo Yoga. Also man muss eben Anlässe schaffen, um immer wieder neu zu beleben und neu reinzugehen. Das ist was. Also sonst kriegt man da auch keine langfristige Belebung rein. Aber so ein Raum ist ja auch immer ein Raum für Austausch. Und deswegen finde ich eben auch so die Verbindung mit den Immobilienentwicklern so interessant, die alle wissen, dass sich die Innenstädte gerade sehr, sehr wandeln. Und keiner hat bisher ein Konzept, wie genau und in welche Richtung und wie schaffe ich Aufenthaltsqualitäten. Und Kunst kann natürlich auf eine ganz
besondere Weise Aufenthaltsqualitäten schaffen, weil sie inspiriert und verzaubert und auch eben solche Dinge wie digitale, also Augmented Reality Kunst dann das ja auch tun. Man kann natürlich aber auch genauso denken in temporären Installationen oder Skulpturen, die man baut oder ähnliches, oder man macht interaktive Prozesse. Das Gute ist ja, dass wir nicht sagen, hier, das ist irgendwie unsere Broschüre und Sie können 1, 2, 3, 4, 5 buchen, gibt es aber nur so, sondern dass wir, wenn wir hören, aha, hier gibt es einen Bedarf, dann reden wir mit unseren Künstlern, und das Tolle an Künstlern ist ja, dass sie Künstler sind und deswegen immer total interessante Ideen haben und andere Herangehensweisen haben, um irgendwas zu bespielen und kreativ zu nutzen. Das heißt, man hat irgendwie nicht einfach nur Akteur oder Kooperationspartner plus Mietfrieda ist gleich Ergebnis, sondern man hat dann die beiden Partner plus einen unendlichen Input an Kreativität und Möglichkeiten, sodass wirklich was Neues geschaffen werden kann. Und ich glaube, das ist ein Inspirationspool, der in der ganzen Debatte über, wie wollen wir eigentlich Innenstädte gestalten in Zukunft, noch gar nicht wirklich angezapft worden ist, dass man wirklich versucht, gemeinsam was zu gestalten. Und das ist auch tatsächlich ein Projekt, was ich gerne letztes Jahr schon gemacht hätte, wofür ich aber leider kein Funding bekommen habe in dem Fall, dass man eine Woche lang so ein Ideathon macht, dass man eine Woche lang einen gemeinsamen Workshop macht aus Stadtplanern, Künstlern, Immobilienentwicklern oder eben auch Immobilieneigentümern und die an einen Tisch bringt, eine Woche lang mit 5 verschiedenen Fragestellungen, wie wollen wir denn gemeinsam die Innenstadt gestalten und was können Zukunftswege sein? Weil bisher wird da immer noch sehr, sehr stark in Silos gedacht und die einen wollen irgendwie mehr Soziales, die anderen wollen mehr Kunst, die Dritten brauchen aber immer noch Mieten und das muss ich alles irgendwie ja noch decken. Wenn man die aber mal zusammenbringt, sodass diese Silos aufgebrochen werden, dann kann man wirklich was Interessantes, Neues kreieren. Und auch da, finde ich, sind wir noch ganz, ganz am Anfang von Entwicklungsmöglichkeiten und die mit anzustoßen, finde ich total spannend. Das klingt wirklich sehr spannend und spricht mir so ein bisschen aus dem Herzen, weil ganz oft erfährt man, dass so runde Tische in der Innenstadt und nicht nur in der Hamburger, sondern auch in anderen Innenstädten tagen und man sich darüber austauscht, dass Kultur alles retten kann, aber meistens ist die Kultur gar nicht dabei. Das ist dann immer ein bisschen schwierig. Aber ich habe schon verstanden, es geht eben nicht darum, einfach einen Leerstand zu nehmen und da eine Galerie daraus zu machen, sondern es geht schon auch darum, Erlebnisse zu schaffen und Begegnungen zu schaffen, dass das die Lösung sein kann und Kunst da ein ganz starkes Werkzeug ist an der Stelle, weil eben auf einem anderen Level. Genau, auch das Thema Miete auch da wieder im Zentrum. Ja. Können Sie uns denn jetzt nochmal so 1-2 Minuten so die wichtigsten Fakten, also die sogenannten Lessons learned, was haben Sie gelernt im Rahmen dieser Projektentwicklung? Was können Sie uns allen Zuhörenden hier einmal mitgeben, was man beachten sollte, woran man denken sollte? Oder falls die Frage jetzt zu einer epischen Antwort führen würde, vielleicht auch nur, wenn eine Stadt bei Ihnen anklingelt, wir haben schon gelernt, ungefähr ab 15.000 Euro könnte es losgehen. Was müsste die Stadt zusätzlich mitbringen an Bereitschaft, an Infrastruktur und auch an Partner? Ah, ich glaube, die Frage ist leichter zu beantworten. Ja, ich habe mir das schon gedacht, weil als ich gerade die andere Frage formulierte, dachte ich schon so, oh Gott, das wird zu viel. Ja. Also ich glaube, am wichtigsten ist ein offenes Mindset, die Möglichkeit, öffentlichen Raum kreativ zu nutzen, also auch mal einen Bodenaufkleber anzubringen oder eine Stele aufzustellen oder ähnliches. Vielleicht eine gewisse Idee, ob es Künstler in der Stadt gibt, die auf jeden Fall einbezogen werden sollten, damit man nicht als Satellit von außen reinkommt und als Fremdkörper wahrgenommen wird, sondern dass man da irgendwie von Anfang an gemeinsam agiert und die mit einbezieht, denn das kann man ja sehr, sehr gut machen. Ja, und zu wissen, haben wir zum Beispiel Leerstände, die wir bespielen können? Kommen wir da ran oder ähnliches? Oder gibt es eine Fassade, die wir nutzen können, um da zum Beispiel ein riesengroßes
nicht Plakat, sondern Kunstdruck aufzuhängen oder gibt es da mehrere? Also, dass man seine eigene Innenstadt ganz gut kennt, weiß, was sind die Hürden, die wir haben, was sind aber auch die Assets, die wir mitbringen können und dann einfach ein offenes Herz und dann kann man gemeinsam was entwickeln. Klingt ganz großartig. Ich danke Ihnen sehr. Ich habe, glaube ich, alle Fragen, die mich erreicht haben, habe ich gefragt tatsächlich. Und dementsprechend danke ich Ihnen sehr für dieses Gespräch, was mich persönlich sehr angeregt hat. Ich glaube, alle anderen auch. Und hoffe, dass ich bald mal wieder auf ein Projekt von Meet Frieda treffen darf und mich ja. wieder begeistern Ach ja, apropos. Darf. Alle, ja. Die in Hamburg sind, am Donnerstag haben wir Vernissage, unserer neuen Ausstellung. Genau, Donnerstag ab 17 Uhr bei uns im Meet Frieda Art Space im Stilwerk an der Großen Elbstraße. Alles klar, haben sich hoffentlich alle sofort aufgeschrieben und gemerkt. Dann wünsche ich allen noch einen sehr wunderbaren Tag. Darf noch kurz darauf hinweisen, dass die nächste Stadtkantine am 26. April stattfindet. Dann haben wir zu Gast Jens Michael Janssen von der Imwest. Einige werden vielleicht das ein oder andere Projekt von der Imwest kennen, nämlich zum Beispiel das Hamburger Ding an der Reeperbahn entstammt aus deren Projektportfolio. Und ansonsten haben die sich in der letzten Zeit sehr stark hervorgetan über E-Gamings und da wollen wir uns mit Herrn Janssen darüber unterhalten, was E-Gaming schaffen kann, um vor allen Dingen auch für die Innenstädte die jüngere Zielgruppe anzusprechen. Also wir werden wieder digital und werden auf jeden Fall auch sehr aktiv. Vielen, vielen Dank allen Zuhörenden. Vielen Dank, Frau Dr. Schwan, nochmal an Sie für Ihre Zeit. Und wie gesagt, noch einen schönen Tag. Danke.